Hunde liegen in ihrem eigenen Blut, Katzen werden bis zu 13 Mal in die Beine gestochen und Affen versuchen in Todesangst, sich aus der Halterung, in der sie mit ihrem Kopf stecken, zu befreien. Die geheimen Aufnahmen, die ein Ermittler der Soko Tierschutz gemacht hat, sind, wenn überhaupt, nur schwer zu ertragen. Doch sie zeigen das tägliche Leid deutscher Versuchstiere in einem Labor im niedersächsischen Minenbüttel. Das LPT ist eines der größten privaten Labore Deutschlands und eines der am meisten gesicherten. Insgesamt 175 Mitarbeiter arbeiten hinter den Mauern, die umgeben sind von Stacheldraht und Sicherheitskameras. Die Soko Tierschutz konnte einen Aktivisten in das Unternehmen einschleusen, wie Friedrich Möhn Deine Tierwelt verrät. Schauderliche Szenen, man muss sich das vorstellen, da hat man diese Zwinger, völlig kahl, keine Beschäftigungsmöglichkeiten und da steht so ein Beaglehund drin, ist total trauriger Blick, ist überall alles mit Blut bedeckt, Blutpfützen und das Tier stirbt halt wirklich langsam. Es gab andere Szenen, wo die dann auch schon sterbend am Boden liegen und keiner kümmert sich drum, keiner schaut nach. Überraschenderweise stellte das zuständige Veterinäramt bei 9 Kontrollen in den vergangenen 5 Jahren keine Verstöße fest. Auf Nachfrage erklärt die Behörde jetzt schriftlich: Das Veterinäramt hat unverzüglich reagiert und eine umfassende und unangekündigte weitere Kontrolle des Betriebes durchgeführt, die den konkreten Verdacht strafrechtlich relevanter Handlungen ergaben. Nach Informationen von Deine Tierwelt wurde bei den aktuellen Kontrollen unter anderem festgestellt, dass 44 Affen in viel zu kleinen Käfigen gehalten werden. Dadurch, so das Veterinäramt, wurde den Affen anhaltendes und erhebliches Leid zugefügt. Das Veterinäramt und das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit haben inzwischen Anzeige gegen das Labor erstattet. Am kommenden Samstag ruft die Soko Tierschutz zu einer Demonstration und Mahnwache vor dem Labor in Minenbüttel auf. Alle Informationen dazu bekommst du auf www.deine-tierwelt.de.